Also mit VCAM programmieren wir jetzt seit 2001. Also sind jetzt eigentlich ziemlich genau 20 Jahre. Der große Vorteil an der Geschichte war, über all diese Zeit konnten wir immer unsere ganzen Artikel immer wieder verwenden. Man musste nicht neue DXF einlesen und neue Programme schreiben. Obwohl diese Maschinenhersteller teilweise sehr unterschiedliche Programme erfordern, also gerade Armada und Trumpf ist sehr unterschiedlich, was die erfordern, war das für VCAM nie ein großes Problem. Also es wurde der Push-Prozessor installiert und jetzt in diesem Moment, der letzte Wechsel war vom Mitsubishi Laser auf Trumpf. Wir können diese alten Programme 1:1 weiterverwenden, die werden nur durch den Push-Prozessor im Hintergrund übersetzt. Das heißt, was der Computer im Hintergrund rechnet, ist für uns kein Aufwand. Für uns ist erstmal da, wo alles beginnt, immer unser PPS-System. Dort legen wir Artikel an, dort sind alle unsere Blechbestände vorhanden. Und diese Software ist verknüpft mit VCAM, mit PN, sodass Rohmaterialbestände, auch die Einzelprogramme, Laserprogramme, alles ist miteinander mit dem Artikel verknüpft. An unserer Maschine selber, an der Steuerung, steht eigentlich niemand. Das heißt, bei uns wird programmiert im Büro, rein ausschließlich im Büro. Wir haben einen Mitarbeiter in der Arbeitsvorbereitung, der erstellt die ganzen Laserprogramme, Einzelprogramme, Nestings. Und diese werden automatisch über die RCI-Schnittstelle in die Maschine übertragen und die Maschine arbeitet alles vollautomatisch ab, wovon sie Blech im Stopa-Lager hat. Kleine Restbleche müssen manuell verarbeitet werden. Das Material, das im Stopa vorhanden ist, zu 95%, wird automatisch abgearbeitet, ins Stopa-Lager zurückgelagert, die geschnittenen Teile. Und die räumt dann ein Mitarbeiter ab. Aus diesem Grund muss natürlich die Programmierung perfekt sein. Denn an unserer Maschine, die eigentlich 24/7 im Einsatz ist, steht niemand und schaut zum Fenster rein, wie man so schön sagen kann. Das heißt, es darf bei uns eigentlich nicht passieren, dass sich irgendwelche Teile aufstellt, Innenteile aufstellt oder sowas. Crashs müssen wir einfach vermeiden, um die Produktivität auch zu bekommen von dieser Maschine. Da ist das Tolle, dass es aber VCAM eigentlich, ich sag mal, zu 90% automatisch umsetzt. Da man Werte hinterlegen kann für Innerkonture, Außerkonture, bei welcher Größe in XY diese Mikrostege erhaltet, diese zerschnitten werden, der Abfall zerschnitten wird. Da haben wir sehr gute Werte hinterlegt, die zu 90% passen. Und wenn ein Kunde extra Wünsche hat, an welcher Position ein Laseranschnitt sein soll, hinterlege mir das einmal mit einem Klick und es wird immer da sein.